große Freude, hier dieses gewaltige, also inhaltlich gewaltige Spektrum sehen zu dürfen. Die Dinge da an der Wand habe ich noch nicht sehen können. Und ich bin total der Meinung, wie also hier eine Gegenständigkeit von George Gross, also mit dem absoluten Niveau der 20er Jahre, da fällt mir eben. Das heißt, was wir uns heute immer vergegenwärtigen müssen, ist das, was bringt die Präsenz des Künstlers in seiner Wahrnehmung und Vorstellung und was brauchen wir in unserer Wahrnehmung und Vorstellung. Das heißt, wir haben die Vorstellung immer bei der Wahrnehmung mit dabei, das kriegen wir nicht. Und wenn es weg ist, ist es sehr schade. Und wir leben heute in einer Welt, wo das halt ziemlich weg ist. Das heißt, die Allgegenwärtigkeit des ästhetischen Blicks im realen, rationalen Blick, diese Allgegenwärtigkeit wird verdrüht, es wird irre eindimensional. Ich habe da einen Begriff entwickelt, der heißt Geschmacksintelligenz. Was ist das, Geschmacksintelligenz? Geschmacksintelligenz ist nicht der gute und der schlechte Geschmack, darüber kann man ja etwas reden, ja, den guten, der schlechte. Geschmacksintelligenz ist sozusagen dieses auf den ersten Blick. Wenn Sie, ich gehe ins Geschäftsleben, wenn Sie einmal in eine schwierige Verhandlung gehen und alles ist neu und da haben Sie eine hundertstel Sekunde Zeit, um zu checken, wo bin ich jetzt, was ist das, und so darauf zu reagieren. Der Künstler sieht auch so. Nicht, ob das jetzt gegenständig ist, also das sind sozusagen quasi stochastische Linienbewegungen und plötzlich tritt ein Gesicht heraus hervor. Das heißt, dieses Sehen im Sehen oder dieses großartige Smiling behind the mirror, das ist ja wirklich fantastisch. Das ist das Lächeln hinter dem Spiegel. Es lächelt zurück. Das heißt, dieses Zurücklächeln, das ist sozusagen die Fähigkeit. Geschmacksintelligenz ist eben das, was wir sozusagen permanent ausüben. Permanent in unserer völlig digitalisierten Welt, die toll ist, also da kann ich überhaupt nicht sagen. Nur, aber wir tun immer hinter die Rationalität zurück, hindurchschauen, sonst sehen wir nichts. Wenn wir nur Oberfläche sehen, wenn wir nicht in der Oberfläche haben, ist alles Oberfläche. Gut sei Dank vielleicht. Aber wenn wir nicht fähig sind, sozusagen in dieser Oberfläche, diesen Blick zurück, aus der Oberfläche zurückzumachen, da sehen wir gar nichts. Ne? Und viele Menschen sehen ja gar nichts. Ne? Vor allem politisch zum Beispiel nicht. Das heißt, wo wird die Kunst politisch? Die Kunst wird politisch, wenn sie uns sozusagen diesen Blick öffnet. Wenn sie uns diese Blickfähigkeit öffnet. Der Künstler, sagen wir, der Hochschlapper, was verbindet sie? Die Geschwindigkeit des ersten Blicks sofort zu begreifen, ist das ein Polizist oder nicht? Ja, ist ja so. Und da ist es eben wichtig zu sehen, in welcher Weise tut uns die Kunst das rauskitzeln. Das heißt, die Kunst braucht man tagtäglich, nicht? Kaufen Sie hier, es zahlt sich aus, nicht? Weil es ist gut, wenn Sie sozusagen diese Schärfung täglich sehen. Man lebt halt mit den Bildern. Und ich finde das wirklich großartig, gerade jetzt bei den Dingen, die für mich jetzt wirklich nahe sind, dass hier sozusagen ein Witz der Dadaisten genauso erforscht ist, wie dann in seiner abstrakten Sachen quasi. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute beim Genuss dieser Ausstellung.
Thank you.